Neben mir steht der Jörg Hartmann von Fujitsu Siemens Computers und er zeigt uns mal jetzt das neue Fujitsu Mini und erzählt uns mal ein bisschen was. Hallo, Herr Hartmann, erzählen Sie doch mal, was ist das Besondere an dem Netbook von Fujitsu Siemens? Besonders an unserem Netbook ist, was wir hier auf der IFA vorstellen, dass wir jetzt auch eben in dem Segment Netbooks unterwegs sind. Ja. Wenn man so die Key Facts sich mal anguckt, ist es ist vom Formfaktor her ein 8,9 Zoll Screen, also eben klein, schön, handlich, mit einem Atomprozessor, kommt mit der 60 GB Festplatte. Ist einfach für uns jetzt ein neues Segment, was eben zusätzlich zu dem klassischen Notebook halt eben kommt und wird auch, oder sehen wir das auch aus Studien raus, so als Zweit- oder Dritt-Notebook eingesetzt werden. Das Besondere ist, dass wir jetzt natürlich das Netbook auch in unserem neuen Design prägen, also Core-and-Shell-Design, auch was das Farbenthema angeht mit Schwarz-Weiß. Und was jetzt eben generell Farben angeht, bieten wir zusätzlich zu dem Standard-Design noch Deckel, die man einfach hinten draufklicken kann, ja, in unterschiedlichsten Farben. Und was, denke ich, ganz fancy ist, ist auch ein transparenter Deckel, dass man einfach hergehen kann und macht sich seine eigenen Bilder, Fotos oder macht ein eigenes Design dahinter und kann damit eben sein Netbook ganz, ganz individuell gestalten. Was sind denn so die wesentlichen Anschlüsse des Fujitsu Minis? Was gibt's da so? Die Klassiker, die man braucht im Sinne von USB, ist natürlich da. Ja, wir haben einen VGA-Anschluss, um einen externen Monitor anzuschließen, aber eben auch einen Express-Port, dass man einfach relativ easy auch eine UMTS-Karte mit reinnehmen kann, um dann eben überall mobil zu sein. Natürlich gibt's WLAN-Schnittstelle und Audio wird auch nach außen geführt. Die wichtigste Frage, was wird es circa kosten? Es wird auf dem Preispunkt 399 zur Verfügung stehen und so Größenordnung ab Mitte Oktober dann verfügbar sein. Das war Jörg Hartmann von Fujitsu Siemens Computer aus der Halle 3 vom Alimilo-Stand.